Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Inselgeschichten. In der letzten Folge ist leider der Vulkan ausgebrochen und hat unser Segel zerstört. Wir müssen ja ein Medikament finden, damit unsere Ureinwohner, naja, nicht verrecken. Aber wir müssen vorher erstmal dafür sorgen, dass wir nicht verrecken. Also gehen wir mal ganz kurz mal zu dem Kochtopf. Machen wir das mal was zu essen und dann zu Mittagessen. Nehmen wir Tigergarnier in der Kebab. Gut. So. Gut. Herrlich. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Zum Halululu? Das verbotene Dorf. Allesfresser, die heißen Quellen, glaube ich, müssen wir hin. So, jetzt sind wir hier. Und da gehen wir nochmal da erkunden. Energiemäßig habe ich ja alles noch da. Und dann werden wir mal schauen. Im Übrigen, ich wusste, warum, dass wir zu den heißen Quellen müssen, wegen dem hier. Das finde ich ja schön, dass das Spiel dir ein bisschen was auch sagt. Also die verlorene Forschungsstation. Oh, hier ist sogar ein Flugzeug. Können wir mal hier die Teile sammeln? Vielleicht finden wir ja was. Wir müssen ja ein Segel finden und suchen. Vielleicht finden wir was. Hier ist noch eine Kiste. Können wir ja nochmal ausgraben. Nee, hier haben wir leider nichts. Wenn wir gucken. Auch nichts. Wir gucken mal hier bei dem Ausgraben der Kiste. Was ist das hier? Hochnehmen. Bett. Was spielen? Hier ist auch noch irgendwas zum Hochnehmen. Wir haben eine Storybelohnung erhalten, aber das ist jetzt irrelevant. Ich will jetzt erstmal hier gucken. Bei dem Flugzeug spielen. Schnieke. Schade, dass man die Objekte, wenn man Sims 2 hat, die nicht so rüber transfizieren kann. Ist das? Ui, Potoni. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich müsste. Oh, was ist das? Ach so, ich habe genau das Richtige gefunden. Ich will erstmal mit dem Flugzeug spielen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, what the friend then? Gut, wir haben genug gespielt. Wir müssen ja noch ein bisschen was machen. Die Story muss ja auch mal weitergehen. Wo war denn nochmal unser Floß? Hier, ne? Warum liegt der Affe hier so im Weg? Gut, Kamera, wenn die Kamera mal nicht so kacke wäre, wäre mal jetzt schön. So. Der Professor hat doch irgendwas vor. Den Gedanken habe ich schon die ganze Zeit. Der wird uns bestimmt gleich in den Stich lassen. Sogar die Fackeln gehen schon an. Der Ausbruch.
plaudern. Ah, jetzt, hier, guck mal, jetzt kommt doch der schon. Der hat irgendwas vor, dieser komische Professor Reinhard. Genau, schwing schon mal die Fäuste, Mimi. Der hat bestimmt irgendwas vor. Die Krankheit stammt von einer Statue, die im Tempel bewachte. Das Heilmittel muss im Tempel sein, aber diese ist schon seit einer langen Zeit verschlossen. Der Legende nach braucht man den Stab von Tutsu, um den Tempel zu öffnen, und der soll in einer versteinerten Baum auf der Vulkaninsel versteckt sein. Moment mal, woher weißt du das alles? Ich weiß ja, dass du diese Insel studiert hast, aber trotzdem... Bis ich alles erklärt habe, ist es vielleicht schon zu spät für Ahoi. Wir müssen den Tempel öffnen, danach erzähle ich dir alles. Fahre mit dem Fluss zur Vulkaninsel und folge dem Strand im Gegenrichtung der Sonne, bis einen der versteinerten Wald erreichst. Hol dir den Stab und bring ihn hierher. Ich gehe hier ein großes Risiko ein. Ich hoffe, du weißt, wovon du das sprichst. Ich versichere dir, dass der Stab dort ist, aber jetzt beeil dich. Ich erkläre den Häuptling, was wir vorhaben. Ja, genau, was ist mein... Warum kann ich das nicht ein... Oh, doch, jetzt. Ich hoffe, Reinhard hat recht. Ich habe sowieso keine andere Wahl. Vajata, jetzt geh mir nicht auf die Senke. Ich habe zu tun. Ich muss einen anderen Weg um die Insel finden. Hier? Vulkaninsel erkunden. Erstmal hier mal Luki Luki machen. Ist nicht viel mit Luki Luki, also müssen wir hier Akundi Kundi machen. Gut. Hat sich das schon mal gegessen mit Luki Luki? Super. Wo ist die denn? Hallo? Mimi, wo bist du? Ach, hier. Vulkaninsel erkunden. Das sieht sehr nett hier aus. Hier ist noch was? Ist hier hinten noch was? Nö. Kommt die da überhaupt lang? Wir werden es gleich sehen. Die wird das schon machen irgendwie. Ah, gut, sie kommt da lang gut. Ah, die Lava sieht für... Was ist das hier? Was ist das? So. Ja, die Lava sieht für 2008 Verhältnisse relativ gut aus. Also besser zumindest wie bei Legenden Arceus. Das muss dieser hohle Baum sein. Ja. Welcher hohle Baum? Hier gibt es viele. Ach, hier. Ja, was ist das hier? Ach so, erkunden. Das war mir irgendwie schon klar, das war zu einfach. Weil hier war ja auch noch was zum Erkunden, da gehen wir mal. Was haben wir hier? Kaffeebohnen, warte mal. Ja, iss mal Kaffeebohnen. Da wirst du mal wieder ein bisschen Energie geladen. Mach so. Wie Sims 1? Nö. Zumindest kriege ich ein bisschen Energie. Hier, los. Essen. Schmeckt bestimmt bitter, aber es ist egal. Oh, wir haben ja noch welche. Wir haben ja überall welche. Kann sie aber nur essen. Warte mal.
Gut, da haben wir wieder ein bisschen Energie. Buch des Verschollenen. Ja, das hört sich ja sehr einladend an. Sieht so friedlich und ruhig aus, als ob er schlafen würde. Am besten sehe ich mal nach. Vielleicht kann ich ja ihm helfen. Bert Petersen. Der pennt gerade, den Mann helfen. Ich glaube, Mimi, wenn du den anstarrst, kannst du den auch nicht helfen. Mit anstarren wird das nicht. Wie lange bist du schon hier? Wie heißt du? Peters, ich war erster Maschinist auf der Königin Solomon. Warte hier, Peters. Peters, ich hole Hilfe. Zu spät. Ich hab's hinter mir. Dieser Professor hat uns alle ins Unglück gestürzt. Professor? Was für ein Professor? Er hat mich bestochen, ihn in den Maschinenraum zu lassen. Ich dachte, was kann er schon einstellen? Aber dann ist alles explodiert. Und jetzt meinst du Reinhard Peters? Peters! Professor Reinhard! Hallo! Hey! Nicht sterben! Ich brauch dich noch! Nein! Ich hab dich erledigt! Nein! Soll das so sein? Oder ist das von der Story so bedingt? Zurück nach Hause verschieben. Komm, wir nehmen den mit. Der Arme. Haben wir als Beweis dafür, dass er. Wir müssen den Knochen sammeln. Hier müssen wir dann wieder zurück. Aber wir nehmen erstmal die Kiste. Ich glaube, das soll aber Story. Soll von der Story her so sein, dass der stirbt. Gut, wir können jetzt aber. Komm, wir schlafen hier erstmal, wenn wir hier schon einmal hier sind. Und dann gehen wir nochmal. Nee, warte mal kurz. Wir gehen erstmal aufs Klo und dann gehen wir schlafen. Das wäre eine tolle Option. Oder vielleicht doch keine tolle. Wie viele Hyänen-Hund-Hybriden sind denn hier? Die machen Migurino, ach, das ist ein komischer Name, kann ich nicht aussprechen. TikToki, das ist der neue Spitzname für TikTok. Taniwa, was haben wir denn noch? Tangi. So, und, wen haben wir hier noch? Korowai. Korowai, oh, ai. Haben wir noch hier Knochen sammeln. Die tun mir ja hoffentlich ja nichts. Die chillen ihre Base, okay. Wir gehen zur Vulkanküste. Da will ich gerade draufklicken. Wuhu. Ach so, ich kann so rüber, okay. Komm, wir gehen mal hier, vor allen Dingen hier hin hüpfen. Hier hin schwimmen. Ich würde schon sagen, willst du dich jetzt killen oder was? Gut. Und jetzt. Wir sind jetzt schon wieder die hier komischen Hyänen. Was? Wie heißt der? Ah, ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken. Patu Paya Rehe. Was? Nee. Wie heißt du? Patu Paya Paya Ehe. Keine Ahnung, wie der Hunde-Hyänen-Hybrid heißt. Und der da? Taro. Weil der hat irgendwie.
wer auch immer diesen Namen sich ausgedacht hat, den kannst du gar nicht aussprechen. Weil Rua geht ja jedenfalls noch. Was ist denn das hier, die Küste der Hyänen oder was? Oder zumindest ein Teil davon. Irgendwas wollte die. Wollte die mit mir spielen oder was? Verdammt Wasser, ne? Hallo? Ich stehe da an der Kante. Wo ist Reinhard? Er ist zum Haus von Toso gegangen. Er sagte, du würdest ihn dort treffen. Warum bist du so wütend? Er hat irgendwas vor, aber ich weiß nicht was. Wo ist dieser Tempel nochmal? Im Dschungel. Wir sind mittlerweile alle krank, Mimi. Ich weiß, Reinhard sagte, das Heilmittel sei im Haus von Tutsu. Dem Tempel wohnt eine große Macht und hoffentlich hat er recht. Liebe öffnet alle Türen. Gut, okay. Da wir ja schon im Haus von Tuse waren, wir sind ja eigentlich top. Außer die Energie, die ist rotze. Können wir mal irgendwo mal ganz kurz pennen? Ah, na gut, dann geh mal zum Haus von Tuzu. Buch des Verschollenen. Die Lavadecke, der versteinerte Wald. Hier. Es wird Zeit, die Sache mal auf den Grund zu gehen. Was? Das ist er doch. Hühnchen, er steht ja sogar da, genau, ich bin auch gerade sehr. Wie kann ich den unterhalten? Warm? Nee, küssen nicht. Ärgern? Streiten? Reden? Hühnchen rupfen. Also schön, jetzt gibt's das auf der Omme. Wo bist du ja? Hast du den Stab gefunden? Ja, hab ich. Und ich habe auch einen Sim namens Peters gefunden. Der erste Maschinist der Königin Solomon. Er hat mir ein paar unschöne Dinge über sie erzählt, Herr Professor. Ich verstehe, aber das ändert gar nichts. Meine Theorie, dass im Tempel in Heilmittel versteckt ist, ist immer noch begründet. Gib mir den Stab, dann holen wir es raus. Das heißt, du bist dir nicht sicher, aber du wusstest von dem Stab. Du wusstest, wo er versteckt war. Ich versuche schon, in diesen Tempel zu gelangen, seit ich vor Jahren hier stationiert war. Wurde. Entschuldigung. Nachdem wir in das Vulkanfest geplatzt und Zeugen der Kraft des Hauses von Tutsu geworden waren, war das Rennen nach dem Stab eröffnet. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Druck man ausgesetzt ist, wenn man einem Geheimbund einer bösen Macht angehört. Alles dreht sich nur noch um die Weltherrschaft und glaube mir, das Gute gibt es nicht mehr. Der Ideenclown greift wie eine Seuche um sich. Es gibt immer jemanden, der jünger ist, aber dafür kein bisschen klüger und dieser jemand lauert irgendwo im Hinterhalt, um mich herauszufordern. Ich stahl den Stab und versteckte ihn, doch dann vertrieben uns die Einheimischen von der Insel, bevor ich die Chance hatte, ihn zu benutzen. Ich habe so lange gebraucht, um wieder hierher zurückzukehren, doch jetzt sind der Tempel und seine Reichtümer in greifbarer Nähe. Ich werde reich! Gib mir den Stab, wenn die wahre Liebe überleben soll. Was machen wir jetzt? Nein, zeig mir, wie man ihn gebraucht und ich öffne den Tempel. Wie du möchtest, es ist sehr einfach. Zeige mir den Stab auf der Tür und zwinge sie, sich zu öffnen. Wo ist er denn? Ja, das haben sie aber doof gemacht, wenn man die mit Willenkraft... Du veräppelst mich, oder? Ja. Ich werde meine Karte nie mehr auf einen alten, sensiblen Typen setzen. Nee, geht ja gar nicht. Hallo? Ach so, Tür mit Stab öffnen. Ich hätte das jetzt aber nicht so trinken. Ansehen. Das riecht so ein bisschen nach Finale. Gehen wir mal hier hin. Woo!
Wie ist es damit, wenn du einfach mal Bum Bum machst? Ah, bestimmt ein Verjüngungstrank, ja? Plaudern mit wem? Mit dem Tempel? Wo ist der? Ich soll mit irgendjemandem quatschen. Der rennt hier rum. Das ist also der Dieb, der vor langer Zeit den Tempel verschlossen hat. Er ist ein Lügner und Irrer. Du hast die Macht, über ihn zu richten, Mimi. Zeig mir den Stab, zeig mit dem Stab auf ihn und wähle. Darf ich den grillen? Über Reinhards Schicksal entscheiden. Verbannen belohnt. Er ist natürlich verbannt. Der hat uns hinters Licht geführt. Nein! Der Vulkan ist weit. Kehren wir ins Dorf zurück. Ja, wir gehen gleich ins Dorf zurück. Ich muss mich kurz hinlegen, weil sonst geht die mir auf die Nerven. Sieh in dein Innernis, Mimi. Du besitzt auch die Macht, Ahio zu heilen. Wo ist er denn? Hier. Heilen. Das ist doch schon mal schön. Du hast unser Dorf gerettet, Mimi. Und du hast den Stab von Tuzu gefunden, der uns vor langer Zeit gestohlen wurde. Das hätte doch jeder getan. Aber, du hast Unglaubliches verbracht. Du bist äußerst weise und rechtschaffen vorgegangen. Der Vulkan lächelt auf dich hinab. Hiermit ernenne ich dich zu meiner Nachfolgerin, Mimi. Von nun an bist du die Schamanin des Stammes. Nettes Angebot. Ich fühle mich geehrt, Schamane, aber ich habe noch eine Bitte, bevor du dich zurückziehst. Und das wäre? Ahoi, ein Antrag. Verloben. Oh, malasa buna. Malasa buna leva. Wo hat die eigentlich den Ring her? Und nun? Stimmt, weil sie romantisch ist. Hallo? Ach, die kommen jetzt alle. Tja, ihr müsst wohl auch hier in der Insel bleiben. Mimi, warum hast du nichts von diesem Ort erzählt? Hier ist es ja viel besser als in der Ollen Lagune. Können wir hierher ziehen? Alle Freunde von Mimi sind uns herzlich willkommen. Doch nur Häuptling kann euch erlauben, bei uns zu leben. Ach ja, also was ist nun ein Häuptling? Wenn es das ist, was Mimi möchte. Aha, du hältst dich jetzt wohl für was Besseres nach allem, was wir für dich getan haben. Sieh nur, Jörn, die haben ein Floß. Echt? Na, wir merken, wenn wir nicht erwünscht sind, gib uns einfach dieses Floß und du siehst uns nie mehr. Hörst du diesen Krach? Hört sich an wie ein gigantischer Rasenmäher. Was für ein Rasenmäher?
Nee, ein Hubschrauber. Warum stehen die jetzt da hinten? Auf Hubschrauber. Da kommt er. Ich habe die Lieferung. Ich habe eine Lieferung für einen Professor Reinhardt. Er hat keine kleine Auszeit eingelegt. Ich weiß nicht, wann er wieder da ist. Endlich! Wir sind gerettet. Dem Himmel sei Dank. Das wurde Hochzeit. Hast du etwas zu essen dabei? Kann ich auch mal steuern? Okay, alle an Bord. Gut festhalten. Weißt du, die meisten Leute schuften ihr Leben lang nur, um so einmal einen diesen zur Ruhe setzen zu können. Ich bleibe hier. Ich auch. Ich möchte ja schließlich nicht meine Freunde verlieren und auch nicht dich, Robbie. Na, die beiden haben ja groß gemacht. Es waren ja meistens immer nur die drei. Ich bin ja sowieso hier. Mal sehen, was der verrückte alte Sim eigentlich vorhatte. Also heißt das, wir sind jetzt gleich fertig mit Sims. Das ist also die letzte Folge Sims Inselgeschichten. Mal sehen, was wir am Schluss. Ein Wetterkontrollgerät? Das war wohl das böse Projekt, an dem er all die Jahre Forschungsstation gearbeitet hat. Sieht ganz so aus, als wollte Reinhardt eine Art Vulkangeist werden und sich unsterblich machen. Ah, da hatte der Vulkan wohl andere Pläne. Genauso wie wir. Oh. Naja, wir haben auch andere Pläne. Die beiden bleiben ja auch hier. Die können ja gleich mit. Wo ist die denn jetzt? Oh, die braucht wieder ewig und 3 Tage. Komm, der goldene Schluss. Blablabla. Gut. Alle stehen sie da. Für die Hochzeit ihrer Träume. Ibsen. Oh je. Glückwunsch! Du hast die Geschichte schiffbrüchig und sehr erfolgreich abgeschlossen. Mimi und Ahoi stehen noch am Anfang ihrer gemeinsamen Liebe und es liegt ganz bei dir, ob sie das Ende ja glücklich sein werden oder nicht. Es ist wieder mal Zeit für eine Luau, meine Freunde! Die heult? Ende. Fragezeichen?